Das letzte Olympia-Wochenende liegt vor uns. Das heißt, wir können alle noch mal an unseren persönlichen Bestleistungen feilen, im Dauerfernseh gucken oder Salzstangen knabbern. Was die Atmosphäre angeht, haben es die Fans vor Ort natürlich besser. 3,4 Millionen Eintrittskarten wurden für die Olympischen Spiele angeblich verkauft. Man fragt sich nur manchmal, ob die alle ihre Tickets wieder verloren haben. Sei es drum, die da sind, haben auf jeden Fall eine Menge Spaß. Auch die deutschen Olympiatouristen. Karin Storch hat für uns eine Gruppe aus Bielefeld getroffen, die sogar ihre Studienfahrt nach Athen gemacht haben. Ob bei 40 Grad in der Sonne, ob im halbleeren oder im ausverkauften Stadion, auf die fröhliche Lautstärke der Fans können sich die deutschen Athleten verlassen. 43 begeisterte Fans, Realschüler aus Enger, hausen 80 Kilometer vor Athen im Zelt. Also hauptsächlich bei Leichtathletik und Handball für Deutschland und bei Volleyball waren wir so für Brasilien und Kenia, weil wir Deutschland nicht geguckt haben. Wir haben uns hier gefreut, wie wir dann die Karten gekriegt haben und jetzt wollen wir auch alles dafür tun, um auch ein bisschen da zum Sieg so beizusteuern. Die einen malen die Transparente für die deutschen Handballer, die anderen brüten Schlachtrufe aus. Ein Jahr lang haben sie sich auf die Spiele vorbereitet, ein paar Brocken Griechisch gelernt, sich mit Land, Leuten, der Geschichte beschäftigt. Eine kleine Videokamera nehmen die Schüler immer mit. Dies sind ihre Aufnahmen. Zu Hause können sie ihren Einsatz beweisen. Realschule Enger grüßt die Welt. Am liebsten hätten sie jede Sportveranstaltung besucht, doch dafür fehlt das Geld. Das Zuschauen beim Straßenrennen war umsonst. Auf der dreiwöchigen Studienfahrt wird jeder Euro umgedreht. T-Shirt waschen vor dem nächsten Einsatz. Ein Sponsor hat ein weißes für jeden gestellt. Im Internet findet sich ein Tagebuch. Die Lehrer berichten über die Olympiaerlebnisse der 12- bis 17-Jährigen. Und zwar vor allen Dingen ist die für die Eltern. Also, dass die Eltern wissen, was jeden Tag hier an Aktivitäten war und dass es den Kindern gut geht. Dann können sie ja sehen, aha, das ist mein Sohn, der sieht heute Morgen etwas verschlafen aus, aber er ist noch dabei. Deutschland gegen Russland im Handball. Dafür sind sie vom Campingplatz noch einmal nach Athen gefahren. Es war alles eigentlich so super hier. Die Atmosphäre auch im Stadion und so. Super. Also es war beeindruckend. Ja, also ziemlich warm und aber eigentlich traumhaft. Für die Handballer geht es ums Halbfinale. Für die Schüler ist es das Finale. 48 Stunden Rückfahrt nach Deutschland stehen ihnen bevor.